Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play The Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, der Ringkrieg mit Isengard. Habe ich das letztens richtig gesagt? Bin mir nicht mehr sicher. Das Lustige ist, dass mein Bild, also meine... Ich glaube, jetzt lasst mich mal gucken. Ich glaube, ja, ich bin ziemlich zentriert auf der Webcam. Ja, es geht so, wenn ich hier bin, ja, es geht. Obwohl die Webcam eigentlich da oben ist. Also nicht. Ja, nein, also von mir, ihr seht das gar nicht. Ich sitze jetzt vom Monitor. Und die Webcam, die geht da ungefähr. Da müsste sein. Und tatsächlich ist sie auf der Seite. Ja. Ist ziemlich lustig irgendwie, aber egal. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass wir jetzt hier der Ringe die Schlacht mit Level 2 Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg mit Isengard spielen. Und genau das habe ich auch vor. Als erstes einmal werde ich mich hier austoben. Pforte von Rohan, ziemlich kleines Gebiet. Aber das müsste schon werden. Als nächstes kommt dann... Na, mal schauen, wie das so wird. Oh, doch nicht so gering. Naja, dann... Schauen wir mal, ob und wie hier was geht, oder nix geht, oder alles geht. Das ist immer dann. So. Ja, können wir doch hier gleich bauen, oder? Ja, du dachtest. Das mit dem Denken ist so eine Sache, ne? Das mit dem Denken ist so eine Sache. Das kann auch nicht jeder. Whee! So. So. Passt. Dann kann man hier schön bauen. Sind wir glücklich. Die Ballisten sollten eigentlich... Naja. Naja. Wie auch immer, das sehen wir dann schon. So. Als nächstes bauen wir gleich ein Sägewerk. Sägewerk. Stufe 4, 5, 5, 4. Was geht hier? Da stehen welche auf Schmerzen. Aber die uncoolen, die wirklich wehtun. Ich weiß ja nicht so recht. Nein. Müssen sie alles selbst wissen. Ja, das Gasthaus ist mir ziemlich kackegal. Was verfolgen die denn da? Oh! Oh oh. Oh oh. Die schönen Ballisten. Geht alle kaputt. Gut. Müssen wir fliehen? Wenn die Ballisten kaputt gehen, ist ein bisschen doof, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja. Arbeitet an eurer Einstellung. Ich beobachte euch. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. So. Nein! Hat er das jetzt... Naja. Darf ich jetzt gespannt sein, ob und wie das funktioniert, oder? Ja.
Der Schaden von dem Rohrrasch auf Level 2 ist schon ordentlich. Aber ob das reicht? Kann er mich aufhalten? Kann er gewinnen? Das ist die große Frage. Na, ob wir das Gebäude noch halten können? Sieht so aus, als könnten wir es halten. So, alles weghauen. Okay. Knapp, aber es passt. Festung bauen, dann können wir einen neuen Baumeister machen. Ja, waren schon verlustreiche Kämpfe, die wir jetzt hier hatten, aber gut. Boah. So ist es nun mal, ne? So wie es sein soll. Ja, schön stehen bleiben und abknallen lassen, das habe ich gern. Führerschaft ist nützlich, Brandschatzung ist nützlich. Ja, schon ein schlechter Lutz. Da kommt was. Was kommt da? Was kommt da? Lutz, laufe! Sie werden nicht fliehen! Sie werden nicht fliehen! Sie werden nicht fliehen! Ah! Das kann man triggern. Sie werden nicht fliehen! Cool! Sie werden nicht fliehen und sie müssen sterben. Na, schauen wir doch mal. Oh, ich bin mal gespannt, wie sich das hier jetzt entwickelt. Naja, so viele sind da ja noch nicht rausgekommen, ne? Egal, wird schon alles irgendwie. Festung ist ja endlich mal eine gute Nachricht hier. Hallo, hallo. Danke. So, schauen wir mal, ob der hier ein bisschen Schaden machen kann. Teuer ist es für Lutz da durchzuballern, ne? Teuer, sehr teuer. Aber das ist in Ordnung. Ja, schauen wir mal, wie das wird. So, das Ding kann man zerstören. Na also. Sehr schön. Na, 50% will ich aber schon. Ja gut, dann müssen wir da unten bauen. So. Hier geht halt nicht mehr. So. Das Sägewerk hier wurde vernichtet, das Sägewerk da wurde vernichtet, okay. Es ist halt doof, dass die Stufe 5 Leute hier jetzt alle sterben, aber dann bilden wir einfach neue aus und gut ist. Ja. So. Du baust das dahin. Na, schon hier. So. Sägewerkle. Oh. Was? Feuerdrachen, Leute. Wie böse. Ja, das wird aber schon irgendwie hingehen. Hm.
Trotzdem schaffen die Feuerdrachen das nicht. Die geben einfach nur Geld, das ist das Schöne. So. Naja. Mal sehen. Mal sehen, was das hier alles wird. Ich weiß es noch nicht. Sind das unsere Leute? Nein. Hätte ja sein können. Sollte es aber nicht. Kann ich den Weg nicht irgendwie blockieren? Doch, kann ich. Sehr schön. Ja, manchmal ist auch so eine Aktion ziemlich nützlich, wo man dann einfach mal seine Flanken schützen kann. Gar nicht so schlecht. So. Na, noch können wir keine Truppen befehligen, aber das tut sich mit der Zeit. Wird da schon was. Ja, das Gasthaus muss ich halt noch ran, ne? So, was macht der Lurz? Der ist da noch beschäftigt. Na los. Das ist schön. Dann erweitern wir das Ding doch gleich mal. Das passt auch. Naja. Ja, müssen wir da unten mal das Ding einnehmen, ne? Ja, das schaut bisher ganz gut aus. Ich kann mich überall schön ausbauen. Aufbauen, wie auch immer. Vielleicht habe ich ein paar zu viele Baumeister, aber das ist jetzt auch wurscht. So. So, das können wir zerstören. Wo ist ein Schmelzofen, der angegriffen wird? Sehe ich nicht. So, das können wir nochmal erweitern. Nochmal ein Sägewerk. Oh nein! Was? Wo, wer? Ach, da. So. Jetzt können wir überall ein paar Türme bauen. Das ist ein Turm für ein Hotkey. L. Ja. Naja. So. Na los. Naja, einen Wagen des Baumeisters, aber da gibt's ja noch mehr. Ne? So, schauen wir mal. Was wir da machen können, jetzt Feuerdrachen. Boah, der
Der Schmelzofen macht es noch. Knapp. Nee, schafft er nicht. Naja. Schon extrem nervig, wenn der da reinrennt und alles kaputt macht. Aber was will man machen? So ist es halt. Jetzt gibt er auf. Schade. Ist auch egal. Ja, nee, da werde ich nichts mehr ausbilden können. Aber das macht nichts. Zumindest haben wir die Pforte eingenommen. Wir haben eine Menge. Ein bisschen was konnten wir noch ausrüsten. Passt, passt. Wir haben Verlust erlitten, ja. Da waren ein paar sehr gute Einheiten dabei, aber ist vollkommen egal. Das ist wirklich, wirklich, wirklich vollkommen egal. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.